Hallo und herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits die Definitionen der absoluten und der relativen Häufigkeit kennen und du solltest wissen, wie man zwischen den verschiedenen Darstellungsformen, also Bruch, Dezimalzahl und Prozentsatz, wechselt. Unser Ziel für dieses Video wird sein, eine Gegenüberstellung der verschiedenen Häufigkeiten vorzunehmen, damit du am Ende dann einen Überblick hast über die besonderen Eigenschaften dieser drei, welche Gemeinsamkeiten sie haben und was sie unterscheidet. Wir haben bereits die Box 1 auf dem Arbeitsblatt durchbesprochen. Mittlerweile haben wir alle drei Häufigkeiten kennengelernt und auch ein paar Beispiele dazu gemacht, um zu sehen und zu üben, wie man sie berechnet. Ein wenig später kommt dann die Box 3, wo die besonderen Eigenschaften der relativen Häufigkeit betont werden. Wir haben etwas Ähnliches auch schon für die absolute Häufigkeit gemacht. In diesem Video geht es wie gesagt darum, dass wir das Ganze einfach für einen guten Überblick noch einmal zusammenfassen und uns die wichtigen Sachen nochmal anschauen. Zuerst einmal fangen wir damit an, wie man von einer Häufigkeit zu der anderen kommt. Das heißt, wie man von der absoluten zur relativen kommt und von dieser zur prozentuellen und das Ganze wieder umgekehrt. Wir erinnern uns, von der absoluten Häufigkeit zur relativen Häufigkeit dividieren wir einfach durch die Anzahl der Werte in der Liste, das heißt durch n. Wenn wir von einem Bruch oder einer Dezimalzahl zu einem Prozentwert kommen möchten, das ist ja das, was die prozentuelle Häufigkeit im Speziellen bedeutet, dann müssen wir diesen Wert einfach mit 100 multiplizieren. Wenn wir das Ganze jetzt umdrehen möchten, machen wir jeweils das Gegenteil. Das heißt, um von der prozentuellen wieder zur relativen Häufigkeit zu kommen, dann dividieren wir durch 100 und um von der relativen Häufigkeit zur absoluten zu kommen, multiplizieren wir mit n. Wir tun einfach immer das Gegenteil von dem Weg, den wir dorthin genommen haben. Jetzt bist du gefragt. Wir können das Ganze auch abkürzen und von der absoluten direkt zur prozentuellen Häufigkeit zu kommen oder umgekehrt von der prozentuellen zur absoluten Häufigkeit. Pausiere kurz das Video und überlege dir, mit welchem Faktor wir multiplizieren müssen, damit wir direkt von einer zur anderen kommen und umgekehrt. Den Vergleich machen wir dann gemeinsam. Ich hoffe, du hast dir deine Lösungen notiert. Nun schauen wir uns das Ganze kurz ein bisschen genauer an. Wir wissen ja, wenn wir hier von der absoluten zur relativen möchten, machen wir im ersten Schritt eine Division durch n. Und im zweiten Schritt von der relativen zur prozentuellen multiplizieren wir mit 100. Der Faktor, den wir suchen, sollte also beides auf einmal erledigen. Damit wir beides gleichzeitig machen, multiplizieren wir mit 100 und dividieren wir durch n. Und dann multiplizieren wir einfach mit dem Faktor 100 geteilt durch n, weil so beides auf einmal erledigt wird. So wie vorher, wenn wir in die Gegenrichtung gehen möchten, machen wir einfach das Umgekehrte. Das heißt, in diesem Fall, wir nehmen den Kehrwert von dem Faktor, den wir gerade bestimmt haben. In diesem Fall dividieren wir ja durch 100 und multiplizieren mit n. Daher tauschen die beiden Werte Platz und wir nehmen den Kehrwert. Das heißt, wir multiplizieren mit n geteilt durch 100. Das wäre die Gegenrichtung. Hier sehen wir jetzt nochmal kurz die Box 3 auf dem Arbeitsblatt mit den besonderen Eigenschaften der relativen Häufigkeit. Dabei haben wir uns angeschaut, in welchem Zahlenbereich diese ist und was herauskommt, wenn wir alle Werte zusammenzählen. Hier stellen wir nochmal für jede jeweilige Häufigkeit diese beiden Eigenschaften gegenüber. Bei der absoluten Häufigkeit haben wir festgestellt, dass wenn wir alle Werte zusammenrechnen, also die absoluten Häufigkeiten aller Werte in der Liste, dann kommt in Summe n, also die Anzahl aller Werte in der Liste heraus. Im Falle der relativen Häufigkeit, wie wir gerade oben gesehen haben, ergeben alle relativen Häufigkeiten in Summe gleich 1 und wenn wir das als Prozentwerte angeben, dann ergeben alle prozentuellen Häufigkeiten, die ich hier mit p abgekürzt habe, in Summe 100%. Was den Zahlenbereich betrifft, haben wir bei der absoluten Häufigkeit eine natürliche Zahl, mindestens 0, höchstens n, also je nachdem wie viele Werte in der Liste sind. Das heißt, groß h von groß ai ist größer gleich 0 und kleiner gleich n. Im Falle der relativen Häufigkeit ist klein hi größer gleich 0 und kleiner gleich 1. Auch das haben wir oben kurz gesehen. Und bei der prozentuellen Häufigkeit machen wir wieder dasselbe wie bei der relativen Häufigkeit, nur dass wir es in Prozent angeben. Das heißt, pi ist größer gleich 0% und kleiner gleich 100%. Eben hi in Prozent angegeben. Wir können den Zahlenbereich auch in Mengenschreibweise aufschreiben. Im Falle der absoluten Häufigkeit wäre das, dass groß hi ein Element aus den natürlichen Zahlen mit der 0 ist, das heißt die Menge 0, 1, 2, 3 und so weiter. Bei den relativen Häufigkeiten ist klein hi ein Element aus dem geschlossenen Intervall 0, 1.
Geschlossen deshalb, weil die beiden Intervallgrenzen, also 0 und 1, auch dabei sind. Wenn wir das als Menge anschreiben, dann können wir das so notieren: Die Zahl x ist ein Element aus den rationalen Zahlen und muss folgende Eigenschaft erfüllen: Sie muss eben größer gleich 0 sein und kleiner gleich 1, so wie das hier oben auch angegeben war. Und für die prozentuelle Häufigkeit ändert sich hier nichts, weil wir ja wissen, die prozentuelle Häufigkeit ist die relative Häufigkeit nur in Prozent angegeben. Das heißt, der Zahlwert, der dahinter steckt, ist der gleiche. Daher bleibt auch die Schreibweise gleich. Ich habe einfach nur hier p für die prozentuelle Häufigkeit hingeschrieben. Und damit wären wir auch schon fertig. Ich hoffe, du hast jetzt nochmal einen guten Überblick bekommen. Im nächsten Video wiederholen wir dann, wie man einen relativen Anteil berechnet. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.